Ich habe keine Ahnung, hier ist alles so, so Berggefälle. Ich will eigentlich etwas Breiteres haben. Das ist ein langer Bergnippel. Ich habe keine Ahnung, wo ich lang laufe. Ich laufe einfach irgendwo hin, bis ich nicht mehr weiß, wo ich bin. Und dann können wir, survivalen. Unbekannte Bären. Nehmen wir einfach mal mitnehmen. Wir nehmen alles mit, alles mit. Wir nehmen alles mit. Danach sind wir nicht mehr fit, nicht mehr fit. Wir sind danach nicht fit. Stein collected. Justin rennt hier durch den Wald. Macht die ganzen Bäume kalt. Und dabei wird der wieder alt. Ja, so ist unser Justin. Dieses Arschloch hat mich gerade. Fertig gemacht. Also das ist, glaube ich, du kannst Leute verletzen. Ja, es gibt Teamschaden. Aber ich sehe ja schon, wo ihr seid, ne? Ja. Okay. Ziemlich gut, würde ich. Das irgendwie. Diese armen Kanib. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich weiß auch gar nicht, wo wir lang gehen. Das Rote ist böse. Aber irgendwie sieht das alles nicht so aus, als könntest du dich irgendwo richtig schön häuslich einrichten. Das sieht alles so. Weiß nicht. Alles so extrem viel aus. So unbeglich. Weißt du, was ich meine? Relativ zum flachen Gebiet, glaube ich, hin, wie es gerade aussieht. Hier ist ein Weg, hier ist ein offizieller Waldweg. Aber wir brauchen schon Wege, wir gehen einfach schnurstracks geradeaus. Die Dinger kann man essen. Eichhörnchen läuft durch den Felsen. Was hat. Damit hatten die Forest-Leute schon immer Probleme. Okay, Eichhörnchen darf leben. Es hat dreimal geschafft, mich auszutricksen. Ist gut. Es wird langsam dunkel. Sowas. Wo finde ich denn Stöcke? Wenn du solche kleine Büsse zusammenschlägst. Bitte? Wenn du solche kleinen Büsse zusammenschlägst, dann müssen Stöcke rauskommen eigentlich. Ich habe ja Stöcke, ich weiß nur nicht, wo die gespeichert werden. Ganz rechts. Da. Ist rechts. Ja. Das ist noch. Wirklich unübersichtlich. Mir gefällt das Menü nicht wirklich. Bis jetzt. Ich habe keinen Stoff. Reparaturwerkzeug. Okay.
Wo hab ich das jetzt hingelegt da? Okay. Handgefertigter Speer, dafür brauche ich. Okay. Ich sehe nichts mehr. Sowas wie eine Fackel oder so? Licht? Wo hast du L hast du. Hauptsache modern, ne? Das normale Feuerzeug hätte mir besser gefallen. Es passt besser ins Ambiente. Anstelle so ein E-Geschiss. Das bringt mir gar nichts. Also der Start war schon mal beschissen. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind und es weiß nicht. Ich muss zu meiner Bauhütte eigentlich zurück, weil ich unten links jetzt die ganze Zeit diese Anzeigescheiße habe. Was wie ein Lagerfeuer gibt's nicht, ne? Doch. Aber das musst du schon noch Modus wechseln. Da gibt's. Wie man es genau baut, weiß ich gar nicht. What the fuck? Zerbrechen? Oh wei. Ich sehe schon, ich scheitere an dem Spiel. Ich habe ein Feuer gemacht. Hugagaga, hugaga. Lauf doch nicht ins Feuer, du Depp. Ist doch so ein Horst. Ich hab keine Ahnung, ob ihr Hunger habt, aber. Hab mal was ins. Soll ich jetzt nochmal eine Keule machen? Ich kann Geld ins Feuer werfen. Das ist gut. Oh, so ein Fuß ins Feuer, ne? Ich kann immer noch keine Fackel herstellen, weil ich keinen Dingsbums habe. C4-Ladung. Betäubungsgewehrmunition. Blindenlaufgeschoss, aber keine Knarre. Druckerharz. What the fuck?
Was war das denn jetzt? Was? Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung, wie man den Rucksack macht. Zum Schlaf. Berg schlafen. Kann sein, dass du aus Versehen Fisch gefressen hast, Adriano. Ich habe nur eins von meinen zwei Fleischstücken gegessen. Ja, ich hab eins von gegessen gehabt. Ich kann jetzt auch noch Fische drauf tun. Ja, dann mach das mal. Ja. Wir pressen jetzt einfach alles. Ich hab Durst und ich bin müde. Jetzt schon? Hast du gerade einen Fuß gegessen, Justin? Knochen! Hier liegt noch ein Fisch drin, aber ich brauche einfach eher was zu trinken. Ich habe noch hier einen dicken Fluss daneben dran. Wo? Ja, du siehst null. Ja. Andere Länder, andere Sitten, man muss sich entspannen. Ja, der Opa macht eh nicht mehr lange. Du hörst ja von allen Seiten rauschen, das ist doch... Ich bin am Fluss. Du bist am Fluss, gut. Ja, du müsstest ja mein Zeichen sehen. Ja. Ist aber total komisch. Da kann man jetzt was trinken. Ja. Wo, wie? Ich glaube, du musst deine Waffe dann aushaben, neben dem G, glaube ich. Es geht eigentlich. Ich mag The Forest 1 mehr aktuell. Du siehst ja null. Das hat man ja auch schlafen. Speichern. Ja. Wollen wir uns da eine kleine Hütte bauen jetzt oder? Eigentlich. Ja, müssen wir ja. Ja, den Modus wechseln ist dumm. Könnte ich mal ein paar Bäume. Frage ist nur, wo... Ich stell so ein Ding ans Feuer, ne? Irgendwo muss ja ein Feuer sein. Ja, unser Feuer. Kann ich das wechseln? Ups. Ich habe die Dinger zwar auf dem Rucksack. Feuerzeug ist richtig schwul. Irgendwie ist das Feuerzeug irgendwie dumm. Hauptsache Neon. Thank you.
Oh, das ist schon fertig gebaut. Das könnten wir schlafen und speichern. Wie lege ich jetzt diesen Scheiß? Mit G. Na, dann gehen wir mal pennen. Also ich muss sagen, ein paar Sachen komplizierter gemacht, so einen stummen Typen bei dir geballert und schon hast du The Forest 2. Also irgendwie fühle ich mich, ich fühle es ein bisschen recycelt. Ich weiß nicht, wie ihr das so seht. Ich habe auch keine Ahnung, was du baust, Adriano. Ich tue aber nur die Holzer aufsammeln, dass sie nicht rumliegen. Okay. Bett ausstecken, Stühle ausstecken. Okay, 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 okay. Das ist aber irgendwie komisch. Du kannst so große Sachen bauen, aber du hast hier nirgends Platz, mal was zu bauen. Immer so kleine Vorstände oder so. Irgendwie finde ich das alles ein bisschen komisch. Ich würde sogar so weit gehen, dass wir uns hier noch nicht mal so häuslich einrichten, sondern eher und so Stück für Stück vorarbeiten. Und Nacht, die soll wirklich gar nichts. Was ist denn das Lila, ne? Das sind die Storypunkte, wo man Sachen durchsammeln muss. Die PS-Punkte. Was genau ist, weiß ich nicht. Also sieht halt optisch krasser aus, aber Alter, muss das so laut sein? Ich habe keine Ahnung. Wenn ihr eine Idee habt, wo ihr irgendwo hin wollt oder so, gerne folge ich euch. Ich fühle das alles hier so ein bisschen befremdlich. Ich fresse jetzt erstmal Gras, um was kennenzulernen. Sieht aber gut aus. Hier ist ein See, aber ansonsten kannst du hier nicht... Ja. Wir können erst erstmal dieses grüne, blinkende Riegel auf der Karte. Bitte? Wir können erst erstmal den grünen Punkt, der vor uns ist, ansteuern. Im Lauf der Karte schauen. Der dreht sich bei mir mit. Ja, weil du dich drehst. Was für ein grüner Punkt? Also das... Das bist du, Adriano. Nein. Doch. Was für ein grüner Punkt auf der Karte. Ach so, der hier. Der, ja. Ich weiß, was du meinst. Warte mal, hier ist was. Ah, okay.
Leuchtfackeln. Ich weiß, ob das so eine gute Idee ist. Ist das der grüne Punkt? Nee, ne? Nee, der ist noch ein bisschen weiter. Na dann. Okay, wir kommen hier runter. Es erinnert mich so ein bisschen. Naja, was heißt ein bisschen? Also, er ist ein sehr starker Angriff. Wow! Hilfe, Jungs! Alter, ich hab dir eigentlich Bein abgehauen. Nee, den so einem komischen. Komischen Blechsound. Da ist noch einer. Eichhörnchen! Stockstein, Kleinstein bin ich. Das war ein Will's Justin. Ich dachte schon. So ein Katzenbuckel, so ein kleiner Gollum. Kann doch nur ein Justin sein. Ein Justin. Wir haben hier mehrere. Von alt bis Gollum ist alles dabei. Ich bin jetzt bei dem Punkt vorbeigerannt. Ah, ja. Ah, hier ist schon noch ein Sachen zum Aufheben. Zwei Granaten. C4. Wo? Warte mal, ich will jetzt erstmal. Kann es sein, dass der grüne Punkt der Dingsbums ist? Nee. Das war nicht der Kevin. Sicher, dass das nicht der Kevin ist? Der folgt nämlich dem Justin und irgendwie. Ist hier nix. Hier ist ein Fahrzeug, ein altes. Ein Eingang in die Höhle ist das wahrscheinlich. Kleine hat wohl ihre Beine verloren. Ich glaube, die sind einfach dran, die sind einfach non-gender. Gehen wir mal rein. Ich habe keine Ahnung, ob wir bereit sind dafür. Ich befürchte nein, aber. Kein traditionelles Zippo genommen. Justine, mein kleiner süßer Justine, komm doch bitte her. Ja. Guck mal, der alte Mann antwortet mir sogar. Ja. Guck mal, eine nackte Hilde. Chest, Helm? Hm.
Lol, Hauptsache 3D-Printer drin. Pfeile machen, aber ich hätte gerne einen Bogen. Ah, hier ist noch mal Sachen. Aufmachen. Warte, wenn ich was drucke, könnt ihr das alle nehmen, ne? Eine Trinkflasche kann ich mir drucken. Lol, man kann sich Sachen drucken lassen. Wir drucken uns jetzt eine unsterbliche Yuna, da können wir einfach unsere Äxte daran schärfen. Ich esse mal Katzenfutter. Eine Maske, ein Enterhaken. Was ist denn Techmech? Schlitten! Pfeile, Trinkflasche, okay. Ich habe keine Ahnung, ob wir das alles brauchen, aber okay. Draht, Draht, okay. Handgemachter Bogen. Ich habe keine Ahnung. Wo jetzt mein Bogen ist. Ich habe das jetzt so... Der Bogen ist ganz links. Ich weiß, dass der Bogen da ganz links ist. Das Problem ist, ich habe die Dinger jetzt zum Rucksack hinzugefügt, aber was bringt das? Geh mal kurz raus aus dem aus deinem Rucksack. Escape. Oder? Ja. Und dann halte I gedrückt. Da kannst du schon schneller Schwall haben. Nö. Nö. Bei mir schon. Es bringt einfach gar nichts. Boah, da irgendwas macht. Du musst das Ding voll pumpen, Justin, ne? Das Ding hat jetzt noch 87 Milliliter. Also bei mir bringt es gar nichts. Alles hinzugefügt, aber die Tasten funktionieren nicht. Was? Nö, bringt nichts. Komm schon, wenigstens das aus dem...
Also das Spiel wird zunehmend, also ich habe aktuell keine Freude an dem Spiel. Wo sind meine ganzen Pfeile hin? Was bringt es, die Dinger zum Rucksack hinzuzufügen? Ja. Im Forest 1 hatten sie das. Warum haben sie das hier nicht? Huch, Parallelwelt. Wo sind meine vor allem, wo sind meine fucking Pfeile hin? Achso, ich weiß nicht, wieder. Ganz oben in den Truhen, ganz oben. Nee, auch nicht. Ganz oben, wo es aufgeht. Ah. Armbrustbolzen. 3D gedruckter Pfeil. Kann sein, dass ich dafür einen 3D Drucker brauche. Das bringt gar nichts. Gut. Werde ich mal normale. Guck ich mal, ob ich normale Pfeile dafür brauche. Handgefertigter Speersteinpfeil. Kleine Steine und Federn. Das haben sie toll gemacht. Ich habe keine Ahnung, was das technisch ist. Also irgendwie, wir müssen es ja nicht benutzen. Bitte? Wir müssen es ja nicht benutzen. Ja, hat jemand noch 3D-Tinte? Ich find's komisch. Ohne. Das hatte ich noch nie. Warte mal, ich will mal was gucken. Gameplay. Kann ich das nicht ausschalten? Dass man sich selbst Damage geben kann? Man hätte ja wenigstens sagen können, dass sie das aus dem ersten gelernt haben, aber irgendwie habe ich das Gefühl. Also sieht halt optisch nur gut aus, das war's aber auch schon. Ich will in die Disco rein! Ich hau auf Holz und es gibt ein Steingeräusch. Kann man mal machen. Hast du dich gerade selbst gekillt? Lass uns weitergehen. Wird sehr enttäuschend. Es gibt keine Schnellleiste. Aber warum? Warum haben die das in dem Spiel nicht eingebracht? Hä? Aber wenn ich I zurücklasse, dann kommt mir schon Schnellleiste auf. Ja, wahrscheinlich, weil ich den Server speichern muss. Ich bin ja Host. Lass uns rausgehen. Bin ich gerade ein bisschen enttäuschend. Ich hab Hunger und ich bin müde. Schon wieder? Sind aber immer noch irgendwo nirgends, wo wir was bauen können. Ich will zwar nicht sagen, aber ich würde gerne nochmal zum Anfang zurück.
Weil dort nämlich... Na, komm, ist egal. Ist ja nur ein Test. Wir können ja später, wenn wir es können, können wir mal einen richtigen Spielstand anfangen. Ja, dann laufen wir erstmal durch. Bitte? Dann laufen wir einfach irgendwo und suchen uns eine Stelle, wo wir dann später wieder hinkommen können. Genau. Was? Wer ist denn so Bären? Das ärgert mich. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass die so blöd sind. Es klappt nicht! Forensikentwickler, ihr seid schlecht. Mal gucken, ob ich hier irgendwie... Warte mal, wie mache ich denn einen Speer? Ich bin eher der Speertyp. Weil... Spicks und ein... Klebeband. Zwei Sticks, ein Klebeband, aber da fehlt noch irgendwas. Arme Messer. Nein. Also mir Messer, ja. Damit kann man auch gut halt Fische. Ja, deswegen wollte ich ja so ein Ding haben. Dass ich für jeden Waffenwechsel des Dingsbums brauche. Ich werfe mein Lagerfeuer. Weiß Geld rein. Ich habe einfach mal alles reingeschmissen. Also ich will zwar nichts sagen, Justin, aber... Das sind zwei. Lederbeutel Collection. Ja, nimm's auf. Das ist dann. Hier ist noch was zu essen, kannst du haben, ne? Ich bin noch nicht satt. Kannst du auch aufheben. Nur einmal kurz E drückst. Ja, ich bin. Irgendwo müsste da noch was drin liegen. Er hat aufgehoben. Dass ich was. Also ich habe zwei Sachen gegessen, aber ich habe auch zwei reingeschmissen. Ich kann auch ein bisschen was reinlegen, dass man. Aber es wird irgendwann auch schlecht. Ja, aber gekochtes Fleisch hält sich länger als rotes Fleisch in der Regel. Deswegen habe ich es noch kurz reingeworfen. Ich weiß halt echt nicht, wann ich was trinken kann, wann nicht. Aber dass man das Wasser nicht abkochen kann. Aber was wir dringend brauchen, ist eigentlich Schlaf. Ja.
Schade, dass man sich nicht so kleine... Also ich will nichts sagen, aber das, was sie im Trailer gezeigt haben, ist einfach mal Kacke. Dass man dem Eingeborenen irgendwie Kopf abschneiden und zeigen kann, sehe ich jetzt nicht. Ich würde gerne den Kopf von dem Typen sammeln. Gucken, ob ich hier noch irgendwas Kleines anbauen kann. Das ist eigentlich auch doof. Sie haben einfach das kleine Zeug haben sie verkackt. So diese, weißt du, dieses Blätterding, was halt nach, was du wirklich nach einem Mal benutzen kannst, was kaputt geht. Das wäre so schön gewesen. Hat jemand noch Dingsbums? Klebeband? Okay. Klebeband? Nee. Ich hab Draht. Kein Klebeband mehr. Danke dir, Justin. Frage ist, wann wollen wir schlafen? Wir können aber jetzt mal schlafen versuchen. Ja, dann leg dich mal hin. Und nochmal schlafen, damit es wieder hell wird. Lassen. Geht das? Ja. Nochmal hinlegen, bitte. Also ich... Natürlich müssen wir alle auf den alten Mann warten. Der hat wahrscheinlich Hunger. Aber nach dem Besten warten, weil nach dem Schlafen wirst du wieder Hunger haben. Ja, deswegen erstmal pennen und dann kümmern wir uns um Essen, wenn es hell ist. Gut. Es ist so nervig. Bei aller Liebe, Leute. Aber dass wir jetzt immer über das Inventar... Über das Inventar. Jetzt schon wird von so viel an. Das ist auch nicht unbedingt auch irgendwie komisch. Dafür, dass das alle so gefeiert haben, bin ich leicht enttäuscht. Darf ich enttäuscht sein? Und vor allem für den Preis.
wir das alles verbrennen. Warte mal, ich will mal was gucken, ob das geht. Guck mal, was ich in der Hand habe. So, Knochen haben wir auf jeden Fall. Das ist schon mal gut. Ich habe sogar Leder. Funktioniert das nicht? Mit Knochen voll. Ja. Was ist denn das? Ich glaube, ich habe hier nicht nur Kannibalen getroffen, sondern noch Einwohner. Es ärgert mich so sehr. Also mich hat er noch nicht angegriffen, ne? Ich auch nicht. Gleich tot. Wie bin ich denn gestorben? Ich bin auch taub. Oh wei. Danke, Justin. Also, dass der Rucksack nicht funktioniert, ist einfach nur schwach. Das macht irgendwie insgesamt. Weiß ich, wie ihr das seht. Ich wollte eigentlich gucken, wie man das Ding spannt. Justin, du musst echt aufpassen. Mit der Axt.
Ich bin jetzt fast tot. Die lassen.